Hallo meine Lieben. Da kam das Mac. Und hier ist sie, die Box. Ihr seht, auch ich habe Valentines Haare heute schon. Tada! Die Verpackung mit einer Blütenschleife und Innenleben pinkiger als sonst. Hier ist sie, das gute Stück. Die Valentinstag mit Glossy Box. Da schauen wir später rein. Wieder eine schöne Postkarte. Who's your Valentine? Okay. Sicherlich ein, oh ja, ein Gutscheincode für Silver Glossy. Sehr schön, das ist doch mal was Nettes. Und da ist sie also. Mit pinkfarbenem Band diesmal. Und I Love Organic Glossy Box und Dr. Bronners. Oder Dr. Bronners, ich weiß nicht, 12% Gutscheincode, Bio Natural. Sehr schön, ich weiß ja nicht, ob die Glossybox meine Videos guckt, aber das kann nicht sein. In letzter Zeit, ich weiß auch nicht, die scheinen irgendwie meinen Geschmack total zu treffen. Jedenfalls wieder Bio Naturell, Bio Natural, I like. Was ist denn das? Discover your new golden beauty secret. Uhu, mal schnell geschaut. Das 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann wollte ich auch noch mal mit euch kurz in das Glossy Make-up schauen. Große Gefühle am Valentinstag, na hoffentlich nicht nur da. Oh, einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe Schokolade. Oh. Ich liebe Schokolade, ja, das sowieso. Ich empfehle aber mit Juliette Binoche die Liebenden von Pont-Neuf. Marry me, ein Parfum. Ja, nicht schlecht. Wir sprühen es uns auf und werden geheiratet. Nein, im Ernst. Ich empfehle jedem, der heiratet, einen speziellen Duft zu wählen, weil ihn das immer an dieses Ereignis erinnern wird. Ja. Möchte ich das später auspacken? Ich weiß nicht, was es ist. Dann iPad. iPads, also ja, être belle, schön sein. Sehr schön, kann, denke ich, jeder gebrauchen. Feuchtigkeitsspendende Augenpads mit Kollagen und Aloe Vera. Sehr schön. Gilt als Maske, schätze ich mal. Ist dann Teil einer Bundlepackung und dann auch ein Originalprodukt. Dann ein sehr schönes Parfum von Valentino. Aqua Floreal, das kenne ich, das ist nicht schlecht. Aber nicht absolut mein Favorit, aber finde ich passt optisch sehr schön zu dem Thema und sicherlich wert es mal auszutesten. Dann, das ist das Öl von, nein, Soap mit organischen Ölen. Bin ich ja mal gespannt, wie das riecht. Relativ dezent. Ich hätte jetzt irgendwie so einen Zitrus- oder vielleicht auch Vanilleduft erwartet. Ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal reinschauen, weil Liquid Soap. Tja. Sanftes Reinigungswunder in ihrer die Glossy Box, die Bio-Seife, hergestellt nach einem 150 Jahre alten Familiengeheimnis, reinigt schonend mit Kokosnuss, Oliven, Jojoba und Hanfölen sowie weiteren reinen ätherischen Ölen. Ja, okay. Also eine Seife, eine Flüssigseife. Ja, interessant. Ja, da bin ich wieder mit neuem Akku und ja, okay. Also von Model Co. Da war in der letzten Glossy Box der Lip Liner drin. Da habe ich Bilder auf Instagram euch gepostet. Und okay, scheint sich hier jetzt als neue Kooperation zu zeigen. Das einzig an dekorativer Kosmetik.
Aha, auch wieder ein schöner Rosenholzton, würde ich sagen. Am ersten Moment hier hat so ein kleines Glanzfinish. Und dann denke ich mal, hier ist der Gloss, den man einmal, okay, komplett unsichtbar auftragen kann. Oder sicherlich auch nochmal da drüber setzen. Oh, und dann entdecke ich Glitter. Seht ihr das? Richtig große Glitterpartikel. Und das riecht nach, total süßlich. Okay. Weiß jetzt nicht, wie das auf den Lippen ist. Muss man ausprobieren. Weiter geht's mit dem 3-Minute-Miracle Reconstructor Deep Conditioner for Damaged Hair. Die Glossy Box kennt mich so gut. Es ist unglaublich. Ja, mit Mint-Extrakt. Okay. Und einem interessanten Verschluss. Lift hier. Was ist so amerikanisch? Schauen wir mal. Man muss es doch nicht liften. Also das wird sich nachher zeigen. So hochdrehen. Okay. Sehr dezent. Das ist schon in Ordnung. Sehr schön. Also, ja. iPads. Damaged Hair. Okay. Ja, und dann haben wir ja hier noch Discover Your New Golden Beauty Secret. Total süß aufgemacht. Golden Eye World of Beauty. Wop Shop. Mit einem Glossy Box 10% Rabatt. Schon mal sehr schön. Und noch mehr Glitzer. Eieiei. Golden Glamour. Anti-Wrinkle. Ja, sehr schön. Freue ich mich drüber. Nicht, dass ich welche hätte, aber na gut. Man kann immer ein wenig kaschieren mit reichhaltigem Kollagen. Zu einer Maske komponiert. Okay. Alles klar. Also es wird angerührt mit Pulver, also mit Wasser zu einem Pulver. Und ist eine Maske. Noch eine Maske. Okay, Silizium, Calcium. Galicea Flower Powder, Kollagen, Hyaluron. Okay, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie man das abnimmt, bleibt ein Tick von dem Goldstaub dabei. Gold an sich ist ja durchaus auch, wird ja auch zum Beispiel zum Desinfizieren genommen, für Wundpflege und so weiter. Und wirklich, wenn es rein ist, ein sehr guter Stoff. Und insofern spannend, ja, finde ich interessant. Pearl Luxury Rose Blush. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen alle irgendwie verschiedene Anwendungen drin hatte. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also schreibt es mir in die Box. Und ja, das war die Valentins-Edition. Und wollte ich hier auch noch mal schauen. Magische Intensivkur. Pflegt strapazierte Haare und verleiht ihren strahlenden Glanz. Sehr schön. Und das in Rekordzeit noch viel besser. Ja, 7,95 €. Gut. Dann die Seife Etrebelle, Kollagen und Aloe Vera Hydro Eye Pad. Okay, 7 Masken. Wie ich vermutet habe, ist das Original und das ist dann immer im Bundle. Kosten 21 €. Das heißt, die kostet 3. Dann Model Co. Dieses Lip Duo ist in Sachen Lippenpflege das absolute Traumpaar. Ein langhaftender Lippenstift mit hochglänzendem Gloss. Alter Schwede, 30 €. Wäre es mir, glaube ich, nicht wert. Ich weiß nicht, ob die Konsistenz, ob das von der Qualität her so wirklich zu den High-Class, High-Premium-Marken gerechtfertigt ist. Müsste man tatsächlich testen. Ja, werde ich euch nochmal reviewen und eventuell auch sonst auf Instagram nochmal posten.
Und das war's dann eigentlich auch schon. Wo ist denn die Maske? Diese Golden Eye, Miracle, Golden Glamour. Gönnen Sie sich am Valentinstag etwas Luxuriöses. Einen gepflegten frischen Teint mit dieser Wundermaske, die mit kostbaren Wirkstoffen ihre angenehme Konsistenz ein glamouröses Gefühl verleiht. Okay, vergleichsweise günstig mit 3,20 €. Ja. Seht ihr den Schimmer? Also vom Wert her kommt sie mir jetzt etwas geringer vor. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, was ich dafür bezahlt habe. Das muss ich dann nochmal gleich einblenden. Aber ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Also meine Lieben, macht's gut, lasst es euch gut gehen und feiert schön.